Herr Lugner, der Black Friday steht vor der Tür. Dieses Jahr hat es Riesenaufregung gegeben in der Lugner City. Es hat von Ihnen ein Bild gegeben als Barack Obama. Manche haben das als Blackfacing aufgefasst. Mittlerweile sind diese Plakate abgehängt. Die waren nur 3 Stunden in der Lugner City am Sonntag gehangen. Die hat irgendwer fotografiert. Es waren nur 5 Plakate. Vielleicht sind es auch 5 Stunden gehängt. Aber ich habe dann gesagt, nehmen wir es weg. Weil ich will nicht mich als Rassist bezeichnen lassen. Das war als lustige Idee gedacht und die Agentur hat nur einen Fehler gemacht. Die haben nicht dazu geschrieben, Black Friday in USA, das kann der Lugner auch. Und da war eigentlich die Beziehung zu USA und dem Lugner gewesen mit dem Bild von Obama. Und wir machen dasselbe jetzt mit dem Trump, nur der Trump schaut eher wie der Lugner aus, während der Obama war echter und deswegen haben wir den Obama genommen. Verstehen Sie die Aufregung, weil beide Charaktere haben Sie ja schon bei Wir sind Kaiser vor ein paar Jahren dargestellt und das Bild ist ja eigentlich bekannt. Ja, das Bild ist bekannt. Schauen Sie, das hängt natürlich vielleicht auch zusammen, jetzt gab es da irgendein Plakat mit einem Türken, mit der Mindestsicherung oder irgendwas. Von der FPÖ. Ja, genau. Und momentan sind die Leute halt sensibel. Das ist so, wie ich habe 1979 die Moschee gebaut. Damals waren alle begeistert und es war toll, dass eine Moschee in Wien gebaut wurde. Und inzwischen ist das, wenn man das heute bauen würde, würde man mich durch den Faschiermaschinen tragen. Um Gottes Willen, also das wollen wir natürlich nicht machen. Würden Barack Obama oder auch Donald Trump, wenn sie zu Ihnen in die Lugner City kommen, Prozente bekommen? Ja, das weiß ich nicht. Die Geschäfte gehören nicht mir. Aber es wurde mir vor 2 Jahren der Trump angeboten, wobei ich gesagt habe, der hat sich damals schon, da war schon, dass er eventuell beim Wahlkampf antritt und für einen Opernball. Und da habe ich gesagt, das glaube ich nicht, weil der wird nicht kommen. Und die wollten dann schon auch im Vorhinein ein Geld sagen, das war ihnen eine Idee und so, aber wie gesagt, habe ich dann nicht gemacht, weil es wäre wahrscheinlich nichts geworden. Jetzt ist ja so, dass Blackfacing immer ein Thema ist, das sehr sensibel ist. Sie haben das schon angesprochen. Ich kann mich erinnern, beim Opernball vor einigen Jahren hat es einen Reporter gegeben, der sich als Kanye West verkleidet hat vor Kim Kardashian. Das hat damals auch für Riesenwirbel gesorgt. Können Sie sich noch daran erinnern? Der war nach einem Interview in der Mittelloge. Ist er dann auf die Kim Kardashian zugegangen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was er gesagt hat, aber das war eher arg, was er gesagt hat. Ich weiß es nicht mehr, was er gesagt hat. Der hat das ja ein Jahr später oder vorher ist er auch immer wieder auftreten und hat immer wieder für einen Wirbel gesorgt. Also die Leute sind heute sensibler. Grundsätzlich war das nur als Gag gedacht. Und nachdem aber der Text falsch ist, nicht, weil USA und Lugner auch, das war die Idee und das ist leider auf dem nicht drauf gewesen. Das war ein Fehler von der Agentur. Jetzt sagt der Donald Trump America first. Am Freitag haben ihre Geschäfte offen, kann man da sagen, Lugner City first? Na, Lugner City first, weiß ich, so gut sagen wir nicht, aber wir werden es bewerben und wir haben das in 3 Tageszeitungen bewerben wir es und vor allem Mediamarkt macht eine sehr große Aktion und was ich 20 andere Geschäfte machen auch noch mit. Es ist halt so, ich hab ja den Hermes gekriegt vor 3 Wochen. Ja. Das ist eine Auszeichnung, die einmal im Jahr an einen Wiener Geschäftsmann verliehen wird. Und da habe ich mit den Leuten geredet von der Wiener Handelskammer und so weiter und die sagen, es ist ein Wahnsinn, was es alles gibt. Black Friday und Weihnachten und Ostern und Muttertag und Vatertag. Und die Händler sollen einfach was nachlassen und die haben gesagt, das ist schon nicht mehr zum Aushalten. Und ich bin immer wieder angerufen worden, was machen wir mit Black Friday? Und jetzt habe ich gesagt, gut, dann machen wir was mit Black Friday. Und da ist eben, ich kann ja die ursprüngliche Annonce zeigen. Sie hat natürlich dasselbe Gesicht gehabt, nur der Text hätte das erklärt, warum das so ist. Aber nur Black und den Lugner, das hat die Gegner halt aufgescheucht. Aber
wie gesagt, wir haben es weggenommen. Ich will mich nicht als Rassist darstellen. Ich will keine Leute beleidigen. Das war als Spaß gedacht. Und es gibt halt leider Sachen, die nicht jeder als Spaß versteht. Jetzt haben Sie eine sehr lustige, spaßige Föhnfrisur als Donald Trump. Wenn Sie die im Wahlkampf vor 2 Jahren getragen hätten, wären Sie dann vielleicht Bundespräsident geworden? Ich glaube, es ist besser, dass ich nicht Bundespräsident geworden wäre, weil, wissen Sie, ich nur mit Diplomaten Mittagessen gehe und das war nicht meins. Ich wäre ein Bundespräsident gewesen, der mehr fürs Volk da gewesen wäre. Der war zum Beispiel damals gesagt, wenn der Landeshauptmann von Tirol angelobt wird, muss der nicht in die Hofburg kommen, sondern der Präsident Lugner war nach Innsbruck gefahren und hätte dort ein ordentliches Fest gemacht. Und da unterscheide ich mich halt vom jetzigen. Ich würde zum Volk hinausgehen und nicht sagen, kommt zu mir in die Hofburg und da kriegt ihr ein Gabel Frühstück. Das war nicht meins.